Das ist die Beobachtung, das ist die Temperaturentwicklung von 1880 bis aktuell, das sind die Zahlen bis 2015. Es ist im weltweiten Mittel um rund 1 Grad über diese letzten 100 bis 120 Jahre wärmer geworden. Schauen wir uns zunächst natürliche Ursachen an, die in Frage kommen könnten. Zum Beispiel, erster Punkt, haben sich die Erdbahnparameter verändert? Die Erdbahnparameter verändern sich ständig und laufend. Die großen Planeten Jupiter und Saturn zerren an der Erde, wenn sie sich in unserem Sonnensystem um die Sonne dreht. Dadurch entstehen zum Beispiel auch die Eiszeiten. Allerdings eben, wir reden dort dann über Zeiträume von 50.000, von 100.000 Jahren. Und im Zeitraum der letzten 100 Jahre sieht man, dass die Erdbahnparameterschwankungen, also die Veränderung der Erdachsenneigung zum Beispiel, dass sie so einen minimalen Einfluss auf die Entwicklung der Temperatur haben, dass wir sie vernachlässigen können. Nächster Punkt, ganz oft diskutiert, es könnten doch die Sonne sein, die Sonnenaktivität. Auch hier sehen wir, dass sich über die letzten 100 Jahre die Sonnenaktivität nur minimal verändert hat mit diesem 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus. Das hat jedenfalls keine Auswirkungen auf die Temperaturerhöhung, die wir gemessen und beobachtet haben. Die lässt sich jedenfalls nicht mit der Sonnenaktivität erklären. Der nächste natürliche Punkt, das sind Vulkanausbrüche. Oh, und da sehen wir durchaus ein paar größere Ausbrüche. Und zwar vor allem nach unten. Große Vulkanausbrüche schleudern so viele Partikel in die Atmosphäre, vor allem in die höhere Atmosphäre, in die Stratosphäre. Und wenn die sich dann weltweit verteilen, dann haben sie eine Klimawirkung. Aber wir sehen eben auch hier, der maximal für 1-2 Jahre, dann erholt sich das Klima wieder und die Temperatur geht zurück zum ursprünglichen Wert. Auch Vulkanausbrüche können den Temperaturanstieg nicht erklären. Wenn wir alle diese 3 natürlichen Faktoren mal zusammennehmen, dann sieht die Linie, nicht anders wäre es zu erwarten, genau so aus, dass wir uns hier praktisch um den Mittelwert herum bewegen. Schauen wir uns menschliche Faktoren an. Und auch da gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Los geht es mit der Abholzung. Also die Menschheit rodet an vielen Stellen Wälder. Dadurch passiert Folgendes. Ein Wald vom Satelliten aus gesehen ist eine dunkelgrüne Fläche. Ein gerodeter Wald ist deutlich heller. Hellere Flächen reflektieren das Sonnenlicht besser. Dunkle Flächen absorbieren das Sonnenlicht. Das heißt, dort, wo wir dunkle Wälder haben, erwärmt sich die Erde. Dort, wo wir keine dunklen Wälder mehr haben, wird im Vergleich dazu mehr Energie wieder reflektiert, also zurückgestrahlt ins Weltall. Wir sehen also eine Wirkung der Abholzung, minimal zwar, aber wir sehen, dass die Abholzung weltweit zu einer leichten Abkühlung beiträgt. Nächster menschlicher Faktor, Ozonverschmutzung. Wir reden hier nicht von dem Ozon in der Höhe, dort wo das Ozonloch in der Antarktis ist, sondern wir reden von dem giftigen Ozon hier bei uns, da wo wir leben, vor allem in den Industriegebieten. Dieser Ozonanteil, der durch die Industrieabgase entsteht, bei Sonneneinstrahlung, vor allem im Sommer, führt zu einer leichten Erwärmung, aber natürlich nicht zu einer Erwärmung, die diese Kurve hier erklären könnte. Nächster natürlicher Punkt, ziemlich wichtig, die Verschmutzung der Luft durch Aerosole. Das ist Industriedreck. Das ist der Dreck, den wir in West- und Mitteleuropa in den 70er Jahren hatten, den wir Smog nannten, woraus auch der saure Regen entstand. Wir haben bei uns die Luft reingekriegt mit Hilfe von Filtern. Aber vor allem in Indien und in China ist Smog auch heute noch ein riesiges Thema. Und wir sehen die Wirkung. Der Smog kühlt weltweit die Atmosphäre und bringt sozusagen die weltweite Temperatur zu einer Abkühlung. Warum? Weil dieser Smog, diese Dunstglocke verhindert, dass die Sonneneinstrahlung den Erdboden treffen kann und erwärmen kann. Das heißt im Umkehrschluss, wenn Indien und China in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ihre Luft rein machen, wenn also dort auch große Filteranlagen eingebaut werden, dann wird dieser Abkühlungseffekt verschwinden. Das heißt, die Erwärmung wird sich verstärken. Nächster menschlicher Faktor, und das, Sie ahnen, was jetzt kommt, das sind die Treibhausgase. Also der Ausstoß von Kohlendioxid, das Verbrennen von fossilen Rohstoffen. Und da sehen wir jetzt zum ersten Mal eine Kurve, die in die Höhe schnellt. Allerdings sogar höher, also der Ausstoß der Treibhausgase würde eigentlich eine noch höhere Erwärmung bringen, als das, was wir hier sehen. Packen wir jetzt aber mal alle menschlichen Faktoren zusammen, also inklusive dieser Abkühlung durch den Smog, dann sieht die Kurve folgendermaßen aus.
dann liegen wir sehr genau etwa auf der Kurve der gemessenen und beobachteten weltweiten Erwärmung. Wenn wir jetzt die menschlichen Faktoren mit den natürlichen Faktoren noch kombinieren, Sie erinnern sich vor allem an diese Ausbrüche nach unten mit den Vulkanausbrüchen, dann können wir sehr genau die Kurve der Erwärmung nachvollziehen. Hier sehen wir dann immer diese kurzzeitigen Abkühlungspunkte durch die Vulkanausbrüche. Aber das heißt, der Hauptgrund unserer weltweiten Erwärmung, der Hauptgrund des Klimawandels, den wir seit 100 Jahren messen, das ist das Kohlendioxid, das ist der Ausstoß der Treibhausgase, und zwar der zunehmende Ausstoß der Treibhausgase durch uns Menschen. Und das sind die Fakten der Wissenschaft.